Hallo ihr Lieben, viele, viele von euch haben ja Übungen mit an die Hand bekommen, die sie zu Hause dann und dann immer erledigen sollen und schön brav machen sollen, damit es ihnen dann besser geht. Mit Sicherheit nicht grundsätzlich alles schlimm und schlecht, bitte versteht mich auch gar nicht falsch. Aber der Mensch neigt auch dann natürlich ganz arg dazu, sich zu bemühen, sie korrekt zu erledigen, denn dann hat er sich Gesundheit und besser fühlen, dadurch ja dann vielleicht verdient. So Makel, alles Gute hast du dir mit Bemühung, also schwer, zu verdienen. Da schießt man natürlich sehr schnell ein bisschen an der Leichtigkeit vorbei, ein bisschen an der wirklichen Selbstverständlichkeit und vor allem an das elementar Wichtigen, an wirklich sich fühlen, was mit sich ausprobieren, sich erweitern und so weiter. Geht doch mal einfach her und sagt, jetzt tue ich mal alle Übungen und alle Vorgaben beiseite. Lass mich mal so einen Moment so hängen nach diesem Alltag oder einleiten zu meinem Alltag und fühl mal rein, wo alles so ein bisschen zieht, wo sich alles so ein bisschen arg beschwert anfühlt. Und dann probiert bitte, wo immer ihr ankommt, da einen Millimeter weiterzuziehen, nicht zu zerren, euch nicht zu bearbeiten. Macht's wie ein Rendezvous mit eurem Körper und nicht wie eine zusätzliche Arbeitsstunde am Morgen oder am Abend. Wie würde ich mit jemand umgehen, den ich freundlich gesinnt bin und dem ich das auch wissen lassen will, dem ich gut tun will, auf den ich neugierig bin, den ich wirklich kennenlernen möchte und so weiter. Da kommt man halt irgendwann mit Bearbeiten, bemüht, üben, nicht mehr weiter. Traut euch doch mal, euch wirklich, wirklich neugierig zu fühlen. Eins der wichtigsten Worte überhaupt, die echte Neugier. Wie sonst wollt ihr Neues dazu fühlen, dazu erfahren, dazu genießen? Solange ihr nicht an euch zerrt und zieht, und in keine alte Position geht, kann es nur gut tun. Nutzt doch mal wirklich Zeit und eben Rendezvous mit euch, um zu fühlen, wofür im Tag vielleicht mal wieder keine Zeit war. Diese 103 Gelenke, wie es ihnen ergeht, wenn sie sich wieder festgefahren haben, welche man vielleicht noch gar nie sich die Gelegenheit genommen hat, mal in sie reinzufühlen. Allen voran ja immer und immer wieder Schulter und vor allem dieses so unfassbar goldwerte Hüftgelenk, in das so viele Bewegungen reingehören, wie es gerne macht, die ansonsten immer und immer wieder Lendenwirbelsäule und Rücken landen. Spielt doch mal damit, es wirklich zu spüren, reinzuspüren, oh ja, da zieht es gerade. In den Zug zu gehen, Zug, weiter. Aber nicht übertreiben, nur diesen Millimeter weiter. Fühlt doch mal wieder an euren Rücken rein, wo spüre ich ihn wirklich? Geht immer nur so weit, wie es euch im Moment Spaß macht und die Neugier einen hinführt, diesen einen Zentimeter mehr. Nicht, ich habe mich komplett aufzurichten und wieder runter zu gehen. Das schießt doch immer und immer wieder am Thema vorbei. Fühlen, fühlen. Reinfühlen, reinfühlen. Der nächste Wirbel darüber, loslassen. Der nächste, wo ist er? Was heißt wirklich mich wieder entfalten, wenn es mich über den Tag zusammengedrückt hat? So ist zu spät. Kann doch nichts passieren, kann doch nichts schief gehen. Kann doch auch niemand meckern, wenn das zu Hause mit euch macht. Ihr kennt doch auch das Gefühl, wenn man sich mal traut, allein zu Hause einfach rumzuzappeln, rumzutanzen, weil es keiner sieht. Ja, das ist genauso, das tut euch genauso gut. Erlaubt euch doch. Fühlt einander Schulter sein. Was wirklich Schulter ist, das ist ja nicht irgendwie so ein Kugelchen irgendwo. Da hängt ja was dran, da geht es ja ums Zusammenspiel mit allen anderen Gelenken, wie auch. 103, was für ein Genuss, um ihn zu genießen, beginnt, anstatt zu riskieren, wieder 50, 60 oder 70 zu übergehen. Jedoch einfach nur bewegt werden wollen. Fühlt rein.
komisch anfühlt. Versucht loszulassen, dieses komisch ist eine Katastrophe. Nein, ist es nicht. Komisch ist einfach neu. Komisch ist einfach ein bisschen anders. Komisch ist raus aus der Gewohnheit. Was sonst soll ich aus den Konsequenzen der Gewohnheit herausholen? Weil lockerer machen, weil geschmeidiger und spielraumfähiger machen. Ich muss immer wieder an einen Satz denken von Ingrid Medau. Den fand ich peinlich dabei. In Ausbildung damals, 19, 20 Jahre. Probiert euch das mal aus. Einfach, oh Gott, wie unangenehm. Und doch begleitet er mich nonstop, weil sie es so auf den Punkt gebracht hat. Probiert, Leute, probiert, probiert. Und erledigt nicht Aufgaben, weil ihr wieder mal brav, korrekt, bemüht, engagiert und sein wollt, um dann euren Lohn zu kriegen. Den kriegt ihr sowieso, wenn ihr euch mal wirklich in euren Körper reinfühlt. Dem mal zuhört, nicht mir, nicht sonst wer mir. Und wirklich eure Rolle, wo es mir nachher